Die aktuellen Herbsttrends in Sachen Mode, das DSDS-Casting mitten in Salzburg, ein Weißwurst-Quiz auf der Weekend-Weißwurst-Party. Das und noch viel mehr erwartet uns in den kommenden 30 Blickfangminuten. Schön, dass Sie mit dabei sind. Und wir starten mit dem neuesten Coup der Modeschule Hallein, ein berufsbegleitendes Kolleg für Modedesign. Das Konzept, das sich dahinter verbirgt, wurde vor ausgewähltem Publikum präsentiert. Was sich dahinter verbirgt und welche Ansätze dort eine Rolle spielen, das werden wir jetzt dann. Das Publikum bei der Vorstellung des Modekollegs war eine bunt zusammengewürfelte Gruppe von Fachleuten. Mit dem Hintergrund, ein möglichst vielschichtiges Feedback zu erhalten. Absolut. Das war der Grund, warum wir diese ganz wild zusammengewürfelte, würde ich fast sagen, Runde ausgesucht haben, aus verschiedensten Fachbereichen, verschiedensten Generationen, damit wir einfach das zurückbekommen, was die Leute da draußen sagen und nicht nur wir da herinnen uns so vorreden und vorsagen wollen. Also wir wollten provozieren, wir wollten das hören und wir wollen das nehmen als Aufbau für das, was zukünftig hier passieren sollte. Genau, ja. Das ist also im berufsbildenden Bereich durchaus üblich, dass man die Zusammenarbeit mit der Wirtschaft sucht und die Meinung sowohl von Betriebsleiterinnen, Leitern als auch der Wissenschaft einholt und dann eben Entscheidungen trifft. Eine wichtige Entscheidung war es auch, das neue Modekolleg als berufsbegleitende Ausbildung anzubieten. Ja, es ist einfach ganz wichtig, den jungen Erwachsenen zu ermöglichen, sie diese Ausbildung selber auch zu finanzieren, gleichzeitig schon im Berufsleben zu stehen, zu sehen, wie läuft es in einem Unternehmen ab, welche Prozesse gibt es da und dann auch ihr Denken, ihr Know-how, das sie sich bei uns am Standort erwerben, dann dort einfließen lassen zu können. Das Ziel ist klar definiert. In absehbarer Zeit soll die Modeschule Hallein zur führenden Modeschule in Österreich werden. Ja, das ist unser Anspruch, das ist unsere Vision und dafür arbeiten wir Tag für Tag. Und dieses vierte Standbein, auch im tertiären Bildungsbereich einfach ein Angebot zu schaffen, trägt da wieder ihren Beitrag dazu bei. Erfreut über die Ideen und den großen Einsatz der Modeschule ist auch die Stadtgemeinde Hallein. Für Hallein ist sie deshalb wichtig, weil sie Kreativität verkörpert. Vor 2-3 Jahren hätte man sich das nicht vorstellen können, was sich aus diesem Haus entwickelt, allein wenn man es von außen gesehen hat. Und wenn man jetzt gerade diesen renovierten Teil sieht, dann ist es eine völlig andere Schule wie neu gebaut. Das Entscheidende ist jetzt, was an Inhalten hier transportiert wird, wie sich das weiterentwickelt. Und hier liegen einfach ausgezeichnete Konzepte vor, die nicht nur auf dieses 5-jährige Ausbildungssystem, sondern auch weiter hinausdenken. Weiter hinausdenken ist für die Modeschule in Hallein nichts Ungewöhnliches. Schließlich ist eines der Kernthemen des Modekollegs die Nachhaltigkeit. Und hier sind sich die Initiatoren ihrer großen Verantwortung bewusst. Da muss man mal definieren, wie sieht man Nachhaltigkeit, was hält jede Person von Nachhaltigkeit, jede Firma, jeder definiert es anders. Und solange es da kein wirkliches Gütesiegel und Anführungszeichen gibt, dass jeder dasselbe Verständnis von diesem Terminus hat, muss man aufpassen, wie man es verwendet, wo man es einsetzt und wo man es auch plakativ verwendet für die Öffentlichkeit. Mode als alleiniges Frauenthema war gestern. Dass Modedesign kein reiner Damenberuf ist, das zeigt auch die Ausrichtung des Modekollegs. Nein, im Modedesign-Kolleg gibt es natürlich sowohl den Herrenbereich als auch den Damenbereich. Wir haben es auch in der höheren Modeschule schon so, dass es immer mehr Ansturm seitens der Herren gibt. Wir sind jetzt schon 22, noch nie da gewesen und diesen Zulauf erwarten wir uns jetzt auch im Modekolleg. Die nächsten Schritte im Punkto Kolleg für Modedesign sind für die Modeschule klar definiert. Ja, wichtig ist, dass wir mal einen Jahrgang füllen können. Das heißt, wir werden jetzt mit der aktiven Bewerbung unseres Kollegs starten. Man kann sich jederzeit voranmelden. Es gibt jetzt im Herbst und im Frühjahr jeweils einen Infoabend bei uns an der Schule, wo wir Interessenten einladen. Und dann startet der Anmeldeprozess und dann wollen wir mit einem Jahrgang loslegen. Wir werden Sie über die weitere Entwicklung der Modeschule Hallein natürlich auf dem Laufenden halten.